Dann geht immer alles schief. Weiß auch nicht, was das ist. Das ist Pudel, der dritte. Schreib mal auf, nächste Runde Fernboot. Ja, ja, schon. Nee, ist genug. Bereich, Feierabend, ich geh nach oben. Nee, komm, Kurt hat noch einen Wurf, dann gehen wir eh alle. Ja, genau. Ich bin letzter, genau. Dessen Pudel wirft er noch nicht, das ändert er nichts. Ach komm, die Sekunde wird doch wohl nichts ausmachen. Lass ihn doch mal. Ja, stimmt auch. Ich hab dir mal gezeigt, wo es lang geht. Soll ich dir mal zeigen, wo es lang geht? Ja. Ich zeig dir den Weg nach oben, an die Quelle. Ja. Ich hab Durst, Jungs. Noch ein Pilz? Ja. Pass doch aus. G4. Quatsch, G4. Komm, lass gehen. Hier ist Platz für alle. Komm, komm. Ja, ja. Sie sehen? Klasse Mädchen, was? Sie ist ja verdammt hübsch. Größe 75, Körbchen C. Was? Büstenalter, Größe 75, Körbchen C. Er kennt sich aus. Na hör mal, schließlich bin ich seit 14 Jahren Vertreter für Damenunterwäsche. Größe zählt ja nicht. Die Maus ist echt der Hammer. Komm zu dir, Kurt, mach die Augen zu. Die Kleine wird schon angebaggert. 4 Bier! Aber große. 4 große Pilz und Feierabend dann. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Indien. Na ja, richtig. Ein tolles Land. Als ich mit meiner Frau am ersten Abend im Taxi durch Bombay gefahren bin, ist sie neben mir eingeschlafen vor Aufregung. Und die Ärmste schläft jetzt alleine zu Hause? Ich weiß nicht, wo sie jetzt schläft, aber bestimmt nicht allein. Ah, ich verstehe. Eine moderne Ehe. Überhaupt keine mehr. Uns bindet nicht mehr das Band der Liebe. Uns bindet die Bilanz meiner Firma. Immerhin, klare Verhältnisse. Und wie sieht Ihr wildes Leben aus? Ganz ruhig. Ich bin gerade noch rechtzeitig abgesprungen. Und, weich gelandet? Mitten in der Wüste. Endlose Horizonte und nirgendwo ein männliches Wesen, über das ich mich ärgern müsste. Also freie Jagd? Nein, keine Jagd. Die ist für die nächsten Monate geschlossen. Und was hat Sie in diese Gegend verschlagen? Ich wohne ja in der Nähe. Ich auch. Wir haben ja denselben Weg. Darf ich Sie ein Stück mitnehmen? Nein, danke. Ich nehme lieber den Bus. Fährt denn noch einer? Ja, der letzte. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Schon wirklich. Danke schön. Wiedersehen. Bitte sehr. Ja. Kommen Sie gut nach Hause. Hey, Süße, nicht so eilig. Wärst du mit dem kleinen Drink? Hey, komm, ein auf nach Hause, Baby. Was? Wie lassen Sie mich los? Ich will nach Hause. Ach komm, hab dich doch nicht so. Ein auf der Stelle, Weinchen, Bierchen. Was möchtest du denn? Whisky? Was willst du? Hä? Ich will nach Hause. Jetzt sei doch nicht so zickig. Hör mal, guck mal, laut so nette Jungs. Hä? Zum letzten Mal lassen Sie mich gehen. Mach halb Lacko. Merkst du nicht, die Dame will nicht. Ja, merkst du das nicht? Die Dame hat's eilig, also das Ding. Dame? Ich sehe keine Dame, ne? Lass ihn laufen, Kurt, komm. Kurt! Schieb ab, blöde Kuh. Die Schlampe ist doch zickiger als meine alte. Prösterchen. Hey! Hey!
der Bus gerade von der Nase weggefahren. Können Sie mich vielleicht doch ein Stückchen mitnehmen? Klar, steig sein. Klasse. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Das Glück sollten wir begießen. Ich kenne ein Lokal, wo man um diese Zeit noch was bekommt. Wie wär's damit? Nein, danke. Ich muss nach Hause. Schade. Und Vorsicht! Immer beide Hände am Steuer. Die eine Hand fürs Auto, die andere für die Schönheit. Lassen Sie das. Ich mag das nicht. Hören Sie auf damit. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Aussteigen. Bitte. Lassen Sie das. Lassen Sie mich raus. Was soll das? Wohin fahren Sie? Stoppen Sie. Halten Sie an. Wie du willst. Ja. Lassen Sie mich! Sei ruhig, du. Ganz ruhig. Feuerzeug. Ich hab's vergessen. Ein goldenes. Ziemlich schwer und sehr teuer. Warten Sie. Steh auf, mach kein Theater. Bring dich bald auch rein. Komm. Hörst jetzt auf mit dem Scheiß. Los, steh auf. Du sollst aufstehen. Hab ich gefunden. Unterm Tisch. Gefunden. Ich dachte schon, es ist weg. Danke, vielen Dank. Seht mir nicht dauernd über die Schulter. Das macht mich nervös. Ihr kriegt noch heute meinen Bericht. Danke. Der wird auch immer sonderbarer. Hier, Ines Harding, 23 Jahre alt, seit ca. 6 bis 8 Stunden tot. Todesursache? Wissen wir noch nicht, stellt der Doktor gerade fest. Raubmord?
Nein, scheidet aus. Der Täter hat das Geld nicht angefasst. Irgendwelche Spuren von Vergewaltigung? Einiges deutet darauf hin, aber das müsst ihr den Doc fragen. Ja, aber seid vorsichtig, ist heute etwas nervös. Das hatte sie noch bei sich, eine Rechnung aus der alten Mühle. Das ist ein Lokal ganz in der Nähe hier. Irgendwelche Schlüssel? Mhm. Und deine Firmenkarte, die hat auf einer Blutbank gearbeitet als Laborantin oder so. Ja, dann macht euch mal auf die Socken, stellt fest, ob sie alleine gewohnt hat und was die Kollegen in der Firma über sie wissen. Okay. Ah, je. Was ist denn die Todesursache, Doktor? Mein Gott. Kann man nicht einmal in Ruhe seine Arbeit machen? Dass den Tod herbeigeführt hat, muss ich noch feststellen. Ihr braucht doch auch eure Zeit, oder? Immer diese Hetzerei. Na ja, sehr gut. Könnt ihr nicht zaubern? Schönes Mädchen. Ja. Ich hätte mich nie dran gewöhnen können. Den Laden aufmachen. Hexe, hau ab! Du siehst doch, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Kein Wunder, wenn du bis 4 Uhr morgens säufst. Und das mitten in der Woche. Du bist doch nicht ganz dicht. Hau ab! Steh auf! Hau ab, geh raus. Ich bin krank. Ich bin krank, ich bin krank. Wer saufen kann, der kann auch arbeiten, also raus. Was ist denn das? Was hast du da? Hä? Was denn? Was ist passiert? Ich hab keine Ahnung. Hä? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Nein. Ich will wissen, wo du dir das eingefangen hast. Kein Schimmer. Ich weiß ja nicht mal, wo ich war. Du liebe Zeit, ich mach was mit. Also raus! Steck den Kopf in kaltes Wasser, dann geht's schon. Leg dich nicht wieder hin. Schatz. Du bist ja schon auf. Ich muss um 9 zum Friseur. Der hatte keinen anderen Termin. Tee? Mhm. Du, bevor ich es vergesse, heute Abend wird es vielleicht etwas später. Stell dir vor, ich habe einen Kunden, der will seine ganze Firma bei uns versichern lassen. Privat. Es gibt eine Riesenprovision. Wie spät? Na ja, so 9, 10. Kann auch später werden. Aber es lohnt sich. Kann ich mich ja mit Wiebke treffen? Ja, mach das. Kannst ja nicht jeden Abend hier alleine rumsitzen. Wie war es gestern Abend? Überflüssig. Vertane Zeit. Ich komme einfach nicht mit denen klar. Irgendwie langweilen die mich. Aber du kannst dich doch nicht immer ausschließen. Und Helmut ist doch ganz nett. Ja, schon. Mit dem sitze ich ja jeden Tag im selben Büro. Was ist denn los, mein Schatz? Eine Migräne. Dann sag doch den Friseur ab.
Es geht schon. Leg mich nachher wieder hin. Wie du meinst. Tschüss. Und grüß Wiebke von mir. Ja, die war gestern Abend hier. Allein? So ein Typ wollte sie einsülzen, ist aber nicht gelandet. Da ist der Sauer abgezogen. Und sie? Wollte auch gehen. Der letzte Bus fährt ja um Mitternacht. Was heißt denn wollte? Ja, so ein Besoffener von der Kegelrunde hat sie festgehalten, aus Blödsinn. Und als sie sich schließlich freimachen konnte, da habe ich den Bus schon abfahren hören. Ja, und das Mädchen? Wie hat sie reagiert? Ist sie wieder zurückgekommen? Nee. Wahrscheinlich hat sie dann doch das Angebot von dem Kerl angenommen. Was denn für ein Angebot? Sie mitzunehmen. Kennen Sie die Namen der beiden? Wie der beiden? Nach dem, was Sie erzählen, müssen es zwei gewesen sein. Einer, der Sie angemacht hat, und ein Besoffener. Ich habe nur Namen und Telefonnummer von dem, der die Kegelbahn bestellt hat. Ja, der Name. Hm? Ja, Moment. Was sollen die denn? Dass wir alle zur alten Mühle kommen. Ja, alle, wer sind alle? Ja, alle. Die ganze Kegelrunde. Seit einer halben Stunde telefoniere ich mir die Finger wund. Was ist denn passiert? Gestern Abend. Das Mädchen. Das gut festgehalten hat. Erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich. Ich habe ja keine Gehirnerweichung. Was ist denn mit dir? Ermordet. Man hat sie umgebracht. Was? Das ist ja furchtbar. So ein hübsches Ding, die war noch ganz jung. Keine 25. Und wieso hat man dich angerufen? Weil der Wirt meine Nummer hatte. Ich habe da die Kegelbahn bestellt. Wirklich hübsch. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie jetzt tot ist. Helmut, was wollen die von uns? Tja, Fragen stellen, was weiß ich, Routine. Denke ich jedenfalls. Hm. Und die anderen, wie haben die reagiert? Genauso wie wir. Erschrocken. Ja, es passiert jedenfalls. Kurt habe ich nicht erwischt, er lag noch im Koma. Moment. So viel hat er gar nicht getrunken gestern. Der ist erst heute Morgen nach Hause gekommen, sagt seine Frau. Was sagen wir jetzt dem Chef, wenn wir heute Nachmittag weggehen? Wenn der Polizei nur hört, flippt er aus. Das mache ich schon. Im Erfinden von Ausreden bin ich Weltmeister. Ach, nimmst du mich nachher mit? Ich brauche noch nicht mehr zwei Autos fahren. Na klar. Aber danach muss ich gleich wieder zurück sein. Also kein Bier mehr, okay? Holst du einen Kaffee? Nee, du bist dran. Oder hast du schon wieder vergessen? Wieso ich? Nur komm. Richard. Helmut, ich bin spät dran, ich muss jetzt arbeiten, ja? Weißt du, was du jetzt machen? Helmut, ich habe keine Zeit, also lass den Quatsch. Kopf oder Zahl? Richard. Kopf. Das ist wirklich das letzte Mal. Ja, die Haare so voll, aber etwas flacher. Und die Augenbrauen voller. Mhm. Ja. Na ja, dann kannst du ja gleich anfangen. Das Bild muss heute noch an die Presse. Gesucht als Zeuge. Ja, natürlich nur als Zeuge, als was denn sonst. Etwas schmaler oben, aber unten so kriegen wir. Na, wie geht's, Strahlemann?
Du, pass mal auf, ich möchte einmal erleben, dass du pünktlich bist. Ich bin aufgehalten worden. Ja, das kann ich mir vorstellen, wie immer. Jetzt warte doch erst mal ab, was ich dir zu sagen habe. Ja, ich weiß, dein Haus ist abgebrannt, du hast dich mit Sharon Stone getroffen oder der Chef hat dich zum Drink eingeladen. Ach, du Idiot. Ist das Mineralwasser? Ja. Danke. Also, was ist los? Pass auf. Otto Seiler ist vor 3 Tagen nicht vom Hafturlaub zurückgekehrt. Otto Seiler? Wer ist denn das? Sagt mir nichts. Den hat Eggy 1987 für 9 Jahre in den Knast geschickt. Hat 2 Frauen vergewaltigt und schwer verletzt. Das könnte unser Mann sein. Könnte, muss aber nicht. Was mit der Harding? Vergewaltigt? Ja, man hat bei ihr Sperma gefunden. Und die Todesursache? Erwürgt, ziemlich brutal. Zungenbein ist gebrochen und die Wunde am Hinterkopf, die stammt von einem Sturz auf den Stein. Aber die Spurensicherung hat doch gar kein Blut an dem Stein gefunden. Aber der Pathologe ist sich ziemlich sicher. Warte mal. Otto Seiler hat die beiden Frauen an einem Stein in einem Strumpf niedergeschlagen, bevor er sie vergewaltigt hat. Und seit wann läuft die Fahndung nach ihm? Seit 3 Tagen. Seine Wohnung wird observiert. Und der Tatort der Harding ist nur 1000 Meter Luftlinie von seiner Wohnung entfernt. Hast du seine Akte? Angefordert. Komm, die holen uns jetzt. Ewigkeit nichts von dir gehört. Viel zu tun. Klar, als Firmenchef lässt man sich ungern mit dem Knacki sehen. Quatsch. War ja selbst Knacki. Was trinken? Ich habe eine Bitte an dich. Ich muss eventuell, das ist noch nicht ganz sicher, aber eventuell muss ich eine Zeit lang verschwinden. Willst du nicht wissen, warum? Deine Sache. Ein paar hohe Unterschlupf, für eine Woche vielleicht. Bis ich alles geregelt habe. Natürlich für Geld. Kannst du stecken lassen, ich bin dir was schuldig. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Der Schweinehund hat dich zuerst angegriffen, war Notwehr. Ohne deine Aussage hätten die mich in den Keller gesperrt und den Schlüssel in die Elbe geschmissen. So was vergisst man nicht. Mensch, das ist schon so lange her, schon gar nicht mehr wahr. Für mich schon. Lass von dir hören, wenn du mich brauchst. Was sollen das? Machen Sie denn? Keine Fotos. Tag. Tag. Tut mir leid. Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Ich habe im Stau gestanden. Es macht nichts. Sie müssen Herr Jaspers sein, oder? Ja, ja. Uwe Jaspers. Also, meine Herren, so soll er aussehen. Jedenfalls nach Angaben des Herrn Dietz. Dietz, danke. Lassen Sie es mal rumgehen. Erkennen Sie ihn wieder? Das finde ich gut. Das ist er. Genau so sieht er aus. War der nicht ein bisschen voller? Nee, der war nicht voller. Das Gesicht war schlank. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe ganz genau hingeguckt. Wenn du ein bisschen scharf warst auf die Kleine. Genau so sieht er aus. Ich würde ihn sofort wiedererkennen nach dem Bild. Oder? Ist Ihnen an dem Mann irgendetwas aufgefallen? Irgendeine Besonderheit, eine Eigenschaft? Hat er zum Beispiel geraucht? Denn na klar, wie Schlot. Ein Glimmstängel nach dem anderen, ne? Eine englische Marke, mit einem Bild auf der Schachtel. Ich habe gesehen, wie der Mann angekommen ist. War ein heller Wagen, Mercedes, glaube ich. Sie haben nicht zufällig auch noch die... Das Kennzeichen? Bestimmt nicht. Ich hatte ja gar keinen Grund dazu. Der Mann hat ungefähr um 24 Uhr das Lokal verlassen. Kurz darauf ging auch das Mädchen. Wann sind Sie hingegangen? Kurz nach Mitternacht. Alle? Ja, na klar, was sonst? Gab doch kein Bier mehr. Ja, das wär's dann erstmal. Vielen Dank.
Und wenn Ihnen noch was einfallen sollte, dann melden Sie sich bitte. Herr Müller! Ja? Können wir Sie noch einen Augenblick aufhalten? Komm gleich. Komm gleich. Ja, bitte. Die junge Frau hat Ihnen sehr gut gefallen, nicht wahr? Die hat allen gefallen. Haben Sie sie noch mal gesehen? Nachdem Sie das Lokal verlassen hatten? Nein, natürlich nicht. Ich bin nach Hause gefahren. Genau wie die anderen. Das habe ich so gerade erzählt. Warum sagt er sowas? Der ist erst gegen morgen nach Hause gekommen. Warum verschweigt er das? Na, weil er keinen Ärger haben will. Was für Ärger? Na, Ärger mit den Bullen. Wahrscheinlich hat er Angst. Ach, Angst wovor? Naja, dass sie ihm das anhängen. Naja. Hauptsache, wir halten zusammen. Hm? Immer. Einer für alle. Alle für einen. Weißt du, was ich an dir mag? Hm? Gar nichts. Only you can make all this change in me. Only you. Heißt es, dass der Umzug der Finanzbehörde unvertretbar sei. Erst letztes Jahr hat der Senat das bisherige Amtsgebäude mit hohen Kosten renovieren lassen. Heute Morgen hat ein Förster die Leiche einer 23-jährigen Frau in seinem Revier bei Harburg aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist die Frau in der letzten Nacht einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Vom Täter fehlt bis zur Stunde jede Spur. Und jetzt das Wetter. Ob ich mich an den erinnere. Otsche Seiler, ein grässlicher Typ. Und gefährlich. Er ist Verbrecher aus Passion. Wieso gibt man so einem dann Urlaub? Er musste mich nicht fragen. Gib mir doch mal das Foto. Hier. Und seine Vorstrafe, eine ganz schöne Latte, die ist länger als mein Arm. Also wir haben seine Akte jedenfalls mal angefordert, weil er in der Nähe des Tatortes Harding wohnt. Ja, und weil er auch immer Mädchen in Kneipen angequatscht hat. Sag mal, ist Seiler nicht zuckerkrank? Doch, schwer sogar. Ist immer schlimmer geworden. Der war jahrelang in Behandlung. Ja, dann braucht er doch dringend Insulin. So ist es. Und vor 2 Tagen, da wurde bei einem Arzt in Harburg eingebrochen. Und es wurde nur ein abgestempelter Rezeptblock geklaut. Sonst nichts. Mhm. Und die Kollegen glauben, er war's. Tommy, lass doch mal an alle Apotheken sein Bild verteilen. Mhm. Und dazu den Namen des Arztes, bei dem man eingebrochen hat. Okay. Du bist ja schon da. Seit Stunden. Aber ich dachte, du kommst später wegen der Versicherung. Nein, nein, das muss ich verschieben. Oh, das tut mir leid. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nicht weggegangen. Gehst du mal ein Schrittchen? Warum hast du mich denn nicht angerufen? Das habe ich. Aber ich habe dich nicht erreicht. Wie? Bei Wiebke? Du wolltest doch zu ihr. Mich hat eine alte Schulfreundin angerufen. Eva Keller ist gerade auf Durchreise. Ich hab's nicht so gern, wenn du abends zu spät noch alleine unterwegs bist. Ach was. Mir passiert schon nichts. Ja, das sagen alle. Und dann irgendwann passiert's halt doch. Letzte Nacht. Ziemlich hübsches Mädchen. Ich war gerade mal 23. Wer?
Die kenne ich doch nicht. Ich habe sie gesehen, zur alten Mühle. Prost, Schatz. Prost. Was für ein Mädchen? Erzähl mal. Na, am Kegeln. Da habe ich sie gesehen. Ich stand an der Bar, hat sich mit irgendeinem Typen unterhalten. Ein hübsches Mädchen. Die war so, na, irgendwie so lebendig. Und zwei Stunden später ist sie tot. Ermordet, versteh mal. Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich, Herr Kram. Danke. Tja, ich werde eine Zeit lang aussetzen müssen. Meine Lunge macht mir Ärger. Der Arzt hat mir mildes Klima verordnet. Lange? Bleiben Sie lange weg? Ich fürchte, ja. Ausgerechnet jetzt, wo das Geschäft mit den Oststaaten anläuft. Tja, hilft ja nichts. Das müssen Sie alleine abwickeln. Ich werde mich bemühen. Sie wissen, Sie können sich auf mich verlassen, Herr Fiegel. Von Zeit zu Zeit werde ich Sie anrufen, um mich zu informieren. Und wenn ich Geld brauche. Heute brauche ich 300.000. Ich will noch ein Geschäft in Warschau aufreißen. 300.000? Vom Geschäftskonto? Nein, nein. Aus dem Reptilienfonds. Und wohin soll ich das Geld schicken? Ich lasse es abholen. Heute Nachmittag. Gute Besserung, Herr Fieger. Und mach deine hübschen Augen auf. Sieh ein bisschen auf die Finger. Ich rufe dich an heute Abend. Herr Fiegel. Bitte nochmal. Nicht ganz so schnell. Oh, Landung 16.30 Uhr. Hauptbahnhof. Ja, okay. Ja, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Danke. Sind Sie hier? Na ja, gut, danke. Mann, dieser Bimmel geht mir vielleicht auf den Wecker. Der Mann aus der alten Mühle muss in den verrücktesten Kostümen durch Hamburg düsen. Gerade eben hat ihn jemand am Hauptbahnhof entdeckt. Als alte Frau mit Warzen an der Backe. Schrott. Nichts als Schrott. Aber ich hab's schon immer gesagt. In jedem Menschen steckt ein heimlicher Polizist. Hier, der Steckbrief von Otsche Seiler geht heute noch an alle Apotheken raus. Hast du eine Ahnung, wie viel das sind? Die Kollegen sind stocksauer auf dich. Von mir aus. Hübsche Bilder von uns, was? Die ist schreiben. Warum schreiben die sowas? Stimmt doch gar nicht. Kein Mensch verdächtigt uns. Genau das habe ich versucht, dem Chef begreiflich zu machen. Was bei ihm? Er hat mich bestellt. Eigentlich uns beide. Aber du warst ja auf Tourart, hab ich alles abgekriegt. Was hat er gesagt? Dass wir so lange vom Außendienst suspendiert sind, bis die Angelegenheit geklärt ist. Das kann er doch nicht machen. Er meint, dass wir in dieser Situation dem Kunden nicht zumutbar sind. Und hier Geld? Minus 20%. Arschloch. Aber nicht mit mir. Das sollst du mit mir nicht machen. Ich finde überall einen Job. Na prima. Da bist du ja fein raus. Ja, Distel. Kurt. Warum? Ja, ist gut, wir kommen. Das war Müller. Er muss uns sprechen. Um 4 in der Kneipe. Er hat auch Schwierigkeiten wegen der Zeitung. Hast du das Bild gesehen? Gut getroffen. Ja, ich muss weg, so schnell wie möglich. Geht nicht so schnell. Die meisten Länder liefern aus. Aber doch nicht Südamerika. Doch, da auch. Und die nicht ausliefern, kochen ab. Ist alles nicht so einfach. Braucht Zeit und Geld. Ja, Geld habe ich, Zeit nicht. Ich kenne ein Mädel im Reisebüro, die sucht raus, was möglich ist. Und besorgt ein Visum. Wie lange dauert das? Ach du meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Kann ich heute bei dir anrücken? Mein Zeichen kennst du ja.
Kurz, kurz, lang, kurz, lang, kurz. Ich hol dir mal die Kohle. Hey. Sie schon wieder. Ah, wir schon wieder. Was gibt's denn? Kennst du diesen Mann? Wer ist das? Das möchte ich gerade von Ihnen wissen. Ja, den kenne ich nicht. Ist das nicht der Mann, der mit der Harding gesprochen hat? Nee, das war ein anderer. Der sieht ihm aber verdammt ähnlich. Nicht die Bohne. Tja, dann also vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Übrigens, der mit der Brille. Der Distel, ja? Was ist denn mit dem? Distel, der hat doch angegeben, dass er mit den anderen gleich nach Hause gefahren ist. Ja, das hat er ausgesagt. Aber das stimmt nicht. Er ist noch mal zurückgekommen, weil er sein Feuerzeug vergessen hatte. Er ist noch mal zurückgekommen? Ja. Naja, ich dachte, vielleicht ist das wichtig, weil er ja gerade an der Stelle vorbeigefahren sein muss, als es passiert ist. Ja, ich glaube, wir sollten Herrn Distel mal aufs Präsidium einladen. Hm? Danke. Vielen Dank. Und zwar kaufe ich jeden Morgen zwischen 30 und 40 belegte Brötchen. Heute war es gerade die Hälfte. Das muss ja nicht unbedingt an diesem Zeitungsartikel liegen, oder? Tut es aber. Ihr solltet mal hören, was sie meiner Frau für Bemerkungen zuflüstern. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ob sie den Laden alleine weiterführt, wenn sie mich abholen. Ja. Könnte mal sehen, was die Kerle mit ihren Schmierereien alles anrichten. Das stimmt. Woher wusste diese blöde Ziege eigentlich, dass wir zur alten Mühle kommen? Ach, von der Polizei. Vom Wirt, was weiß ich. Ist ja egal. Jedenfalls müssen wir uns wehren. Ich rufe den Uwe an. Und dann müssen wir zusammen überlegen, was wir tun können. Ich habe Sie schon erwartet. Guten Tag. Bitte, nehmen Sie Platz. Tja, mein Lieber. Wie war noch der Name? Ich komme von Herrn Fiegel. Hm. Ich weiß. Er hat sich schon angekündigt. Ich soll das Geld abholen. Das Geld? Natürlich. Aber ich glaube, das stellt sich Herr Fiegel etwas zu einfach vor. 300.000 Mark in bar. Sehen Sie, so ein Betrag, der braucht seine Zeit. So schnell geht das nicht. Wie lange? Wie lange? Ja, jetzt kommt der zweite Haken. Herr Fiegel wollte bei der Bank für das spezielle Konto eine Vollmacht für mich hinterlegen. Die liegt aber nicht vor. Wie lange? Vielleicht morgen, hoffe ich. Ich tue, was ich kann. Stelle würde ich das Geld schnell besorgen. Sonst. Was wollen Sie mit sonst sagen? Scheiße. Kennen Sie das Schweigen Dilemma? Verbinden Sie mich mit der Abteilung, die für den Mädchenmord in Harburg zuständig ist. Mein Name spielt keine Rolle. Verbinden Sie mich oder ich lege auf. Hallo? Der Mann, den Sie suchen, heißt Arnold Fiegel, Taubenstraße 4. Beeilen Sie sich, sonst ist er weg. Ich
Ihr Hausmeister. Guten Tag. Ja, Tag. Er hat Herrn Fiegel auf der Phantomzeichnung wiedererkannt. Ja, aber Herr Fiegel ist vor einer Stunde abgereist mit einem Koffer in der Hand. Ja, machen wir uns bitte mal die Tür auf. Kann ich machen. Ja, lass die Jungs das filzen. Wir kümmern uns um die Firma. Was denn für eine Firma? Das hat mir der Hausmeister erzählt. Fiegel hat eine Konservenfabrik. Aha, wie heißt die Firma? Das weiß er nicht. Er arbeitet erst seit einer Woche hier. Aber das werden wir wohl rauskriegen. Tommy, ja? Wenn ihr hier fertig seid, schließt normal ab. Aber lass die Wohnung observieren, rund um die Uhr. Ja, leider dann. Ja, komm. Wohin? Ja, die Firma wird ja wohl im Telefonbuch stehen. Wir finden sie. Und wenn ich heute Nacht die Handelskammer aus dem Bett holen muss. Hella? Hella! Hallo? Was machst du denn hier? Hab auf dich gewartet. Hella sagt, die haben dich vorgeladen. Was wollten die von dir? Wo ist sie? Hat sich hingelegt, ist nicht gut. Ja, was hat sie denn? Ach, bisschen Kopfschmerzen. Wollte schon gehen, aber sie hat gesagt, ich soll in der Küche auf dich warten. Aber Helmut, was ist denn passiert? Ich meine, wartest du schon lange? Ach, ein paar Minuten nicht. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass unser Kochen heute flach fällt. Warum das? Uwe ist mit seinen Büsten halt unterwegs und Kurt muss länger arbeiten. Ist ja egal. Diese Treffen bringen doch sowieso nichts. Was ist denn los, mein Schatz? Helmut sagt, dir geht's nicht gut. Ich hab nur Migräne, das kennst du. Ist nicht so schlimm. Am besten, du legst dich gleich wieder hin und schonst dich ein bisschen. Hm? So. Was wollte die Polizei von dir? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Die müssen doch irgendwas gesagt haben. Ich habe die gar nicht gesehen. Die hatten einen Einsatz, die waren nicht da. Ach so. Ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell gegangen ist. Morgen muss ich noch mal hin. Tja, dann mache ich mich mal auf die Socken. Und denk dran, Hella. Kaffee mit Zitrone. Das hilft. Komm bald wieder. Das mache ich. Ich bring dich mal. Jo. Tschüss, Helmut. Wir sehen uns morgen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber irgendwann muss das ja so kommen. Ich habe dir immer gesagt, du sollst dich nicht mit denen abgeben. Das ist kein Umgang für dich. Was? Du hast doch immer mit mir geschimpft, dass ich mich ausschließe. Für dich waren das immer nette Jungs. Für mich waren das immer Idioten. Kegel, sowas Primitives. Mein Gott, ich sitze den ganzen Tag. Irrensport muss ich ja treiben. Spiel Golf. Golf. Hast du eine Ahnung, was das kostet? Ja, aber da passieren nicht solche Dinge. Peinlich ist das. Warum denn peinlich? Ja, peinlich. Weißt du, was der Typ von der Post zu mir gesagt hat? Schönes Foto von ihrem Mann in der Zeitung. Schönes Foto und gegrinst hat, aber das ganze Gesicht. Das ist blödes Gequatsche. Hella, wir haben mit der Sache nichts zu tun. So? In der Zeitung steht aber was anderes. Die verdächtigen euch. Oder warum sonst bist du suspendiert worden? Wie soll man denn jetzt auskommen mit weniger Geld? Das ist doch nur, bis die Angelegenheit geklärt ist. So, was machen wir bis dahin? Spießruten laufen, ja? Ein Topf essen. Hella.
So weit wird's nicht kommen. Dafür sorge ich schon. Sorg nur dafür, dass alles wieder in Ordnung kommt. Du hast das uns ja schließlich alles eingebrockt. Ist da jemand? Da ist doch wer. Wer ist da? Wer ist da? Oh, keine Angst. Wir sind von der Kripo. Tut uns leid, dass wir hier so einfach reinschneiden, aber die Türen, die standen alle offen. Mann, haben Sie mich erschreckt. Bitte, nehmen Sie Platz. Nein, danke. Da sag ich noch zu ihr, schließen Sie überall gut ab, Frau Wiesner. Was macht die? Lässt alle Türen offen. Das hat sie vergessen. Kann ja mal vorkommen. Ja, besonders wenn Feierabend ist. Da stürmen die aus den Büros, als wenn das Haus in Flammen steht. Sagen Sie, ist das nicht hier das Chefbüro? Ja. Herr Fiegel ist verreist. Ich bin der Geschäftsführer. Aha. Kramer heiße ich. Im ersten Augenblick dachten wir, Herr Fiegel sitzt hinter dem Schreibtisch. Herr Fiegel? Ja. Aber das sieht doch ganz anders aus. So? Meinen Sie etwa, das hier ist Herr Fiegel? Ist die Zeichnung ihm nicht ähnlich? Ja, ja, schon. Nur Sie suchen Herrn Fiegel doch nicht etwa, oder? Doch, das tun wir. Und von Ihnen wollen wir wissen, wo er sich aufhält. Er ist im Urlaub. Er hat sich heute abgemeldet für längere Zeit. Wohin? Wo das Klima trocken und heiß ist. Er hat's mit der Lunge. Genaueres weiß ich nicht. Wann hat er sich denn abgemeldet? Heute Morgen. Er war noch mal auf dem Sprung hier, um Geld zu holen. Viel? Was heißt viel? Eine ganze Stange. 300.000 Mark. 300.000? Das ist ja enorm viel. Ist Ihnen das nicht sonderbar vorgekommen? Na, eigentlich nicht. Herr Fiegel jongliert oft mit solchen Summen. Besonders, wo wir jetzt mit den Ländern im Osten ins Geschäft gekommen sind. Schmiergelder? Wie kommen Sie denn darauf? Sowas ist bei Herrn Fiegel nicht drin. Ich habe ihn immer nur als sehr korrekt erlebt. Als Kaufmann und als Mensch. Was werfen Sie ihm denn eigentlich vor? Ja, lesen Sie denn keine Zeitung? Bin ich heute noch nicht dazu gekommen. Na, kaufen Sie sich mal eine. Heute steht eine ganze Menge drin. Wenn Herr Fiegel sich melden sollte. Ja, der meldet sich nicht mehr. Der liegt ab morgen in der Sonne und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Ich meine auch telefonisch. Dann benachrichtigen Sie uns bitte. Sie machen noch in Konserven, ne? Ja. Wo ist denn Ihre Fabrik? In Schleswig-Holstein. Das ist billiger. Hier sind nur die Büros. Ich verstehe. Wiedersehen. 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 Moment, ich komme mit. Ich schließe hinter Ihnen ab. Thank you.
Dame bescheißt mich. Frau Wiesen hat gesehen, wie der Bankbote das Geld gebracht hat. Der weiß, dass ich abhauen muss und will selbst kassieren. Tja, und du? Den schnapp ich mir. Was, jetzt mitten in der Nacht? Natürlich in der Nacht. Ich habe da keine andere Möglichkeit. Hey, wohnt er allein? Nein. Aber seine Frau ist mit den Kindern in seinem Ferienhaus. Und macht der Kramer das Geld haben? Auf seinem Konto? Nein, nein, so blöde ist er nicht. Er geht auf Nummer sicher. Im Büro liegt es im Safe. Und wenn was schief läuft, kann er immer behaupten, er hätte mir das Geld gegeben. Ja, warum nicht gleich in die Firma? Weil er bestimmt die Nummer vom Safe verändert hat. Also zu Kramer. Was mache ich allein? Ich habe nichts zu verlieren. Bei dir ist das anders. Ach, Alter, red keinen Stuss. Übrigens, die Kohle hättest du selber abheben sollen. Bist du mir Schucke? 300.000 in bar auf die Hand und dazu das Foto in der Zeitung. Das Risiko bist du mit dem Kram auch eingegangen. Ja, weil ich geglaubt habe, er ist loyal, wenn es drauf ankommt. So wie ich den gefördert habe. Da wird er halt normal befördert. Kann das. Ja, die Wohnung und das Büro müssen beide observiert werden rund um die Uhr. Ich weiß, dass ihr unterbesetzt seid, aber es ist wichtig. Fiegel steht unter Mordverdacht. Gut, danke. Gute Nacht. Glaubst du, dass Fiegel immer noch im Lande ist? Ja, das glaube ich. Kramer ist da anderer Ansicht. Der liebe Kramer hat mir ein bisschen zu dick aufgetragen. Vielleicht deckt er ihn. Der war mir ein bisschen zu bestürzt, als er die Zeichnung gesehen hat. Ja, ist doch komisch, ne? Jeden Tag liest er Zeitung, ausgerechnet heute nicht. Dabei lag in seinem Büro ein ganzer Stapel. Übrigens, Helmut Gerber hat angerufen. Hat sich beschwert, dass in der Zeitung so viel Mist steht. Ja, und? Hast du ihm nicht gesagt, dass wir nahezu täglich derart in die Pfanne gehauen werden? Natürlich habe ich das. Dass man das hinnehmen muss wie ein Dauerregen. Also ich habe eigentlich genug. Ich hau in den Sack. Ich mache auch gleich Schluss. Hab die Schnauze voll für heute. Arnold Fiegel ist vorbestraft. 3 Jahre. Wegen Vergewaltigung. Nicht so ein Theater. Komm, ein Bier, die Zeit muss sein. Ja, wir haben Feierabend. Gibt's da kein richtiges Bier? Ich habe leider nur die im Kühlschrank gehabt. Das heißt gar nichts. Hier, den können wir von unserer Liste streichen, der frühere Freund von der Harding. Seit 8 Tagen nicht aus Berlin rausgekommen, kann er auch gar nicht, denn seit 8 Tagen liegt er im Krankenhaus. Der war ja auch nie auf meiner Liste. Und warum sollte er sich was mit Gewalt holen, was er auch so haben kann? Ja, du bist gut. Sie hat sich von ihm getrennt. Das ist doch ein handfestes Motiv. Meine Herren, von jetzt an bitte kein dienstliches Wort mehr. Außer... Prost. Schon erledigt. Tommy sagt ja, dass der Junge aus dem Spiel ist. Komm, ihr trinkt mal ein alkoholfreies. Oh, danke. Ist doch besser als gar nichts. Ja, Schöller K3? Ja, ich habe darum gebeten. Geben Sie durch. Wie heißt die Straße? Danke. Otsche Seiler ist wieder auf dem Kriegsfahrt. Die Apothekerin hat eben angerufen. Ihr bleibt hier. Wenn wir Glück haben, können wir den Fall Harding heute Nacht noch abschließen. Also, Ecki, deine Nase und Rothschilds Geld. Mehr braucht man wirklich nicht zum Leben. Was ist denn los? Stellen Sie das Insulin selbst her? Nein, wir haben nur nicht so große Packungen am Lager. Die müssen wir erst bestellen. Boah, das Zeug aber heute. Legen Sie mehrere kleine zusammen, bis die Anzahl stimmt. Das dürfen wir leider nicht. So, das dürfen Sie nicht. Bei mir schon. Mach die Tür auf, ganz schnell. Aber das können Sie... Mach endlich die Tür auf. Los, los, beeil dich. Ja, los. Hör zu, Kleine. Pack jetzt alles an Insulin ein, was da ist. Wenn jemand kommt, den wir Mr. Apert, ist irgendeine Geschichte. Klar? Ja. Halt dich dran. So ein
sonst haben wir hier einen Todesfall. Ich hocke nämlich hinter dir, damit ich dir ein Loch in deinen schönen Kopf pusten kann. Verstanden? Also los! Kinder. Gefährlich. Eine Schießerei gegeben. Ist jemand von euch verletzt? Nein. Und er? Hat ihn erwischt? Wissen wir nicht. An ihrer Stelle würde ich nicht zu dicht dran gehen. Ich brauche das Megafon. Geben Sie auf, Tyler. Sie haben keine Chance. Es ist alles abgesperrt. Werfen Sie die Waffe weg und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Tyler, Sie werden fair behandelt. Dafür bürge ich. Sie kennen mich. Ich bin Schöller. Sie haben es auch damals gut zu Ende gebracht. Also kommen Sie raus. Sie haben 2 Minuten, um rauszukommen. 2 Minuten, um das hier friedlich zu Ende zu bringen. Danach kommen wir rein. Also seien Sie vernünftig. Geben Sie auf. Ich.
Blut verloren. Ich werde nie begreifen, warum es mal so kommen muss. Komm. Wir können auch hoffen, dass er durchkommt. Was ist los? Du hast Besuch, Kramer. Fiegel. Ich dachte, Sie sind schon lange... Ich bin schon lange weg, was? Du hast gedacht, wenn der abhauen muss, kann ich doch die 300.000 selbst kassieren. Was kann man schon machen? Nichts. War es nicht so? Nein, das habe ich wirklich nicht vorgehabt. Warum hast du dann meinem Freund das Geld nicht gegeben? Weil es noch nicht da war. Sowas dauert. Ja. Ab jetzt sagst du die Wahrheit. Oder du schläfst für immer in diesem Bett. Auf den einen oder anderen kommt es mir nicht mehr an. Ist das klar? Ob das klar ist? Ja. Ja, ist klar. Wo ist das Geld? Im Büro, im Safe. Was habe ich dir gesagt? Ein vorsichtiger Schweinehund. Natürlich hätte er das Geld für mich aufbewahrt, wenn die Polizei zu ihm gekommen wäre. Nein, ich habe das Geld im Büro, weil ich hier kein Safe habe. Ich gebe dir eine Minute Zeit, in die Hosen zu kommen. Oder du gehst im Schlafanzug. Wohin? Was haben Sie vor? Sie können das Geld doch alleine holen. Wohin wollen Sie mich bringen? Die Zeit läuft. 10 Sekunden. 15. 20. 25. 30. 35. Sag mal, wo ist denn dein Vater? Haben Sie mal? Bist du nervös? Total fertig, völlig durcheinander. Ach, hör auf zu labern, fahr weiter. Hat Zoom gemacht. Was denn? Es zieht sich und zieht sich. Kommt einem vor, als wenn die Minuten doppelt so lang sind. Nun komm, wir haben es doch gleich geschafft. Ja. Wo willst du hin? Ich muss mal pinkeln. Es reicht doch, wenn einer von uns auflässt. Schlaf aber nicht ein dabei, ja? Hey Thorsten, ich glaube, es geht los. Scheiße. Wieso? Ich denke, du warst pinkeln. HH AF 1808. HH AF 1808. Ja. Ist ein Firmenwagen von Fiegel. Um diese Zeit. Ich glaube, es geht los. Komm, gib das Zeichen.
Warum hast du denn die Nummern vom Safe geändert, wenn du das Geld für mich aufbewahren wolltest, hm? Und wem gehört der schöne Koffer? Mir. Danke. Herr Fiegel? Herr Fiegel ist nicht hier. Der Chef ist auf Kur. Mhm. Hat noch toll ausgesehen. Leider schon ein bisschen her. Naja. Kommen Sie bitte. Also, Seiler fällt als Täter im Falle Harding aus. Er hat ein Alibi. Hab schon gehört. Wie geht's ihm denn? Na, Schillenberg. Was machen Tommy und Pepe? Schon bei der Arbeit. Herr Malzahn. Musste das sein? 6 Jahre lang waren Sie sauber und jetzt sowas. Wie denn, was denn? Was habe ich denn gemacht? Sie haben einem mutmaßlichen Mörder zur Flucht verholfen. Mein Freund ist kein Mörder. Davon habe ich erst hier gehört. Und die 300.000? Was hat er damit wohl gewollt, hä? Sein Geld. Seine Sache, was er damit macht. Ich habe den nur begleitet. Man ist ja heutzutage auf den Straßen nicht mehr sicher. Das wimmelt ja nur so von Verbrechern. Für eine Kur. Er wollte das Geld für eine Kur haben. 300.000 Mark für eine Kur? Ja, das ist mir auch spanisch vorgekommen. Darum habe ich das Geld ja auch zurückgehalten. Aber dann haben Sie es ihm doch gegeben. Obwohl Sie wussten, weshalb er gesucht wird. Weil er mich dazu gezwungen hat. Ich hätte Sie ja gleich danach angerufen, das schwöre ich Ihnen. Ist das nicht gut, wo Sie es mit der Lunge haben? Ach was, so oder so kaputt. Geht Ihnen dieses Räuber- und Gendarmspiel nicht langsam auf die Nerven? Wozu dieses sinnlose Gezappel? Warum sagen Sie nicht einfach, okay, ich war's? Warum sollte ich das sagen? Weil Sie Ines Harding umgebracht haben und weil ich die Beweise dafür habe. Sie blöffen, Sie können keine haben. So, sind das keine Beweise? Ein Fussel von Ihrer Jacke auf dem Büßenhalter, der Harding. Ihre Haare in Ihrem Wagen. Und unter Ihren Fingernägeln Hautfetzen von Ihnen, von Ihrem Hals, wie ich sehe. Und in diesem Augenblick erstellen unsere klugen Eierköpfe ihren genetischen Fingerabdruck. Mit ihm werden wir endgültig beweisen, dass Sie der Mörder der Harding sind. Kein Mord, ein Unfall. Sie ist mit dem Hinterkopf auf den Stein gefallen. Sie haben sie niedergeschlagen und haben es braucht. Nein, das war nicht so. So war es, genau so. Nein, ich habe gedacht, sie ist tot und bin weggelaufen. Sie sind weggelaufen, weil Sie sie erwürgt haben. Nein, ich habe sie nicht erwürgt. Und sie haben sie erwürgt, weil Sie Angst hatten. Nein, ich habe sie nicht erwürgt. Sie hatten Angst, dass ich später sich Ihre Autonummer sagen oder sonst was von Ihnen. Sie haben sie missbraucht, dann erwürgt. Okay. Nein, nein, nicht denn. Komm mal eben raus. Komm doch mal. Was ist denn? Bist du verrückt? Ich hab ihn fast weich gekocht. Das ist wunderbar, aber er ist es nicht. Was? Nein, Fiegel hat die Harding nicht vergewaltigt. Der genetische Fingerabdruck beweist es. Hier, laut KTU, war es nicht sein Sperma. Ach, allmächtiger, jetzt können wir ja wieder von vorn anfangen. Bei den Kegelbrüdern, würde ich sagen. Ja, vorher fahre ich aber noch mit Fiegel zum Tatort. Kommst du mit? Ja, ich muss nur erst den Kram rausschmeißen. Das ist nicht die Lichtung. Hier war ich nicht. Das weiß ich genau, hier bin ich nie gewesen. Aber hier haben wir das Mädchen gefunden. Vielleicht hat man sie hergebracht oder hergezaubert, was weiß ich. Da sind Schleifspuren. Aber nicht von mir, das Mädchen ist weggelaufen. Von Schleifen keine Rede und das war auch nicht hier, das war 200 oder 300 Meter weiter rauf. Ja gut, dann zeigen Sie uns das mal. Aber das bringt doch nichts, Helmut, oder? Ich meine, was willst du denn in der Gegendarstellung schreiben? Wir haben das Mädchen nicht umgebracht. Nee, natürlich nicht. Aber du kannst die Sache doch nicht einfach auf sich beruhen lassen. Jeder von uns hat durch diesen Scheißartikel Nachteile gehabt. Ich nicht. Jedenfalls habe ich nichts davon bemerkt. Dann bist du besser dran als Kurt. Ist doch so, oder? Also ich glaube, dass die Kunden, dass die nach dem Artikel weggeblieben sind, nicht? Also ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet, nicht? Das ist alles wie vorher. Ja, dass deine Frau beschimpft worden ist? Eine Frau, die macht aus der Mücke einen Elefanten. Kennt sie doch. Die Sache ist doch die, wenn wir was gegen die Geschichte unternehmen, dann machen wir die ganze Sache vielleicht nur noch schlimmer. Du hast vollkommen recht, Kurt. Na, ihr müsst es ja wissen. Außer Spiel ist nichts gewesen. Oh mein Gott. Tag, wir haben. Entschuldigen Sie, dass wir Sie stören, aber wir haben ein paar Vorladungen für Sie. Vorladungen? Mhm. Wir müssen Sie nur mal vernehmen. Bitte. Geht das schon wieder los? Fragen Sie doch den Kerl, der die Schweinerei gemacht hat. Wir haben den Kerl gefragt, aber der war es nicht. Schönen Tag noch.
Wer hat die denn bestellt? Ich hau ab. Die Vorladung ist mir auf den Magen geschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Wir sehen uns. An Müllers Stelle hätte ich schon längst Magengeschwüre. Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Er hat falsch ausgesagt. Und jetzt geht ihm der Arsch auf Grundeis. Er hat falsch ausgesagt? Der ist erst am Morgen nach Hause gekommen. Und nicht um 2:30, wie er gesagt hat. Ich hatte mit so einer Alten telefoniert. Weißt du etwa das? Ich meine, dass uns damit alle reinreißen kann. Die glauben es doch kein Wort mehr, wenn die dahinter kommen. Müller muss der Krippe die Wahrheit sagen. Oder? Oder was? Einer von uns muss es tun. Hier ist die Stelle. Hier ist sie hingefallen. Auf dem Stein da muss sie geknallt sein. Ja, das könnte Blut sein. Das ist Blut von ihrem Hinterkopf. Ich habe gedacht, sie ist hin. Sie war bewusstlos, ist dann zu sich gekommen und ist zurückgelaufen. Ihre Mörder in die Arme. Okay, mach's gut, Uwe. Ruf mich an, wenn ich einen neuen Termin machen soll. Hm? Vergiss es. Vom Kegeln habe ich erstmal die Schnauze voll. Ciao. Tschüss, Uwe. Recht hat er. Ich bin auch bedient. Am liebsten würde ich krank machen. Da reißt man sich den Arsch auf für die Firma und dieser Idiot lässt einen fallen wie eine heiße Kartoffel für nichts und wieder nichts. Wir werden es überleben. Hast du einen neuen Wagen? Gemietet. Leihwagen. Meiner kriegt einen Austauschmotor. Und wie lange hast du den schon? 4 Tage. Sauteuer, kann ich dir sagen. Schöner Wagen. Na ja, geht's, aber Lack fährt nicht. Ich bin froh, wenn ich meinen wieder habe. Hey, bis morgen, Alter. Bis morgen. Weißt du, was du da gesagt hast? Leider nur zu gut. Ich habe den ganzen Weg hin und her überlegt. Und ich sagte, er hat was mit dem Mord zu tun. Nur weil du seinen Wagen gesehen hast? Hella, zur Tatzeit am Tatort. Und der Kerl, der verdächtigt wurde, der kommt als Täter nicht mehr in Frage. Aber doch nicht Helmut. Unmöglich. Und außerdem, wieso fällt dir das erst jetzt ein? Weil ich hier oben blockiert war. Nur weil Uwe gesagt hat, der Mörder fährt einen Mercedes. Und ich war so fixiert darauf, dass ich gar nicht auf die Idee kam, dass der auch einen anderen Wagen fahren könnte. Ja, aber das sind doch alles keine Beweise. Hella, das muss die Polizei entscheiden. Du willst doch nicht zur Polizei gehen. Ich meine, Helmut ist dein Freund. Ich muss es tun, Hella. Es geht schließlich um einen Mord. Aber du kannst doch erst mal drüber schlafen. Das Auto kannst du nicht nehmen, das brauche ich. Das war so verabredet. Was ist denn los? Dann gehe ich halt zu Fuß. Ich nehme die Abkürzung über die Baustelle, bin ich gleich wieder da. Komm. Aber du musst noch tanken. Na, da war eben ein anonymer Anruf. Jemand hat behauptet, dass Kurt Müller falsch ausgesagt hat. Ich habe versucht rauszukriegen, von wo der Anruf kam, aber die Zeit war zu kurz. Kam dir die Stimme irgendwie bekannt vor? Nein. Aber wenn irgendjemand wissen kann, dass er falsch ausgesagt hat, dann doch nur einer von seinen Kegelfreunden. Vielleicht jemand, der noch eine alte Rechnung offen hat. Ja, oder jemand, der uns auf eine falsche Fährte führen will. Ich bin's. Der Wagen ist voll. Schlüssel liegt auf dem linken Vorderrad. Danke. Bis gleich. Richard, warte einen Augenblick, bitte.
Richard, geh nicht dorthin. Bitte bleib hier. Was ist denn los? Was hast du denn? Es ist nichts. Ich mache mir nur solche Sorgen. Richard, bitte bleib hier. Hab keine Angst. Ich liebe dich. Tschüss. Richard! 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 Freunde. Bleib stehen. Richard, bleib stehen. Ich geh nicht weiter. Ich warne dich! Bleib stehen, verdammt nochmal. Erklär denen alles. Das kann ich nicht. Kann ich dir auch nicht helfen. Ich lass mich nicht alles werden. Was ist los? Du bringst mich nicht ins Gefängnis. Lass mich nicht alle. Was du weißt. Niemandem sagst du was. Niemandem.
Richard, bist du's? Morgen verschwindest du aus der Wohnung. Was ist passiert mit dem... Was passiert ist, das fragst du noch? Helmut hat nie auf mich gewartet. Er hat dich besucht. Und ich, Idiot, hab's nicht bemerkt. Das stimmt nicht. Was redest du da? Du wusstest, dass ich zur Polizei gehe. Du hast ihn angerufen und er hat auf der Baustelle auf mich gewartet. Ich habe ihn nicht angerufen. Wie kommst du darauf? Was redest du da? Du fantasierst. Richard... Sag mir doch bitte, was passiert ist. Was machst du da? Pack deine Sachen und verschwinde. Was? Du kannst mir nicht antun. Ich liebe dich kaum. Komm. Hör auf. Hör auf. Drücken Sie sich nicht vor der Wahrheit, erzählen Sie uns, wie es war. Nun gut, wenn Sie es nicht können, will ich es tun. Sie haben das Mädchen im Scheinwerferlicht gesehen und haben angehalten. Ines Harding brauchte Hilfe. Und vielleicht wollten Sie ihr zuerst wirklich helfen, wie Sie gesagt haben. Aber dann ist es über Sie gekommen. Sie haben das Mädchen auf die Lichtung geschleift und haben sie missbraucht. Und danach, aus Angst, dass das Opfer sie identifizieren könnte, erwürgt. War es so?